Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Glücksplanet Jupiter kann euch diesen Monat Liebeswünsche erfüllen. In der ersten Monatshälfte kann es allerdings noch etwas unruhig werden. Die zweite Monatshälfte ist dann sehr schön und produktiv für euch. Wenn ihr ein ganz persönliches Anliegen habt, zum Beispiel rund um den Uranus, der jetzt im Stier steht, bin ich gern in einer Beratung für euch da. Dann meldet euch bei mir. Ihr erreicht mich ganz einfach über mein Kundentelefon oder meine Homepage und alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Lilith-Beratung zu gewinnen, denn die wilde Göttin wandert diesen Monat ins Zeichen Wassermann. Dazu gibt es auch ein neues Video-Special von mir. Darin erfahrt ihr alles darüber, was dieser wichtige Transit für euch bedeutet. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran! Alle Infos über eure langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, habe ich auch in meinem Jahreshoroskop für euch zusammengestellt. Das könnt ihr euch als Video anschauen oder im Buch nachlesen. Und das Buch ist ab sofort mit 50% Rabatt erhältlich, weil ja das halbe Jahr jetzt schon um ist. Den Link dazu setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Jetzt wollen wir in eure Sterne für den August schauen. Für die erste Dekade der Stiergeborenen ist wirklich viel los. Uranus befindet sich jetzt in eurem Zeichen und bildet weiterhin eine starke Spannung zum Mars, der im Wassermann steht und rückläufig ist und in den ersten Tagen auch noch zur Sonne. Und dann wird sich ab dem 6. August die Lilith dazugesellen, die dann in den Wassermann geht hier. Und noch bis zum 11. August ist die Atmosphäre stark aufgeladen, was mit viel Leidenschaft, aber auch viel Gereiztheit einhergeht. Die meisten Stiere haben ja die Ruhe weg, aber bei so viel Spannung auf eure Sonne kann es schon mal passieren, dass ihr mal ausrastet, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ihr es gerne hättet. Sei es, weil andere Personen sich nicht an Vereinbarungen halten, sei es, weil ihr euch einfach zu viel vorgenommen habt. Außerdem ist weiterhin die Verletzungsgefahr erhöht, also bewegt euch achtsam und lasst nicht zu viel Stress aufkommen. Das gilt besonders, wenn ihr in den ersten 5 Tagen eures Sternzeichens Geburtstag habt. Ihr könnt die Spannung aber auch dann empfangen, wenn ihr andere Planeten und Faktoren auf 0 bis 5 Grad im Stier habt oder auch im Löwen, Skorpion oder Wassermann. Das müsste man dann mal in einer persönlichen Beratung klären. Oder in meinem Webinar Antonias Sterne. Und schaut euch bitte auch noch mal die kosmische Schwingung dazu an. Da habe ich das Horoskop von George Clooney gedeutet. Der ist Stier und hatte im Juli einen schweren Motorradunfall. Und der hat zum Beispiel den Mars auf 0 Grad Löwe stehen und hat die Uranus-Spannung also voll auf seinen Mars gekriegt. Und das muss man dann eben auch beachten. Das solltet ihr euch noch mal anschauen. Günstig stehen für euch Jupiter im Partnerhaus und Neptun im Haus der Freunde. In Spannung dazu allerdings die Sonne und der rückläufige Merkur bei euch im Haus der Familie. Das heißt, Spaß und Verständnis mit euren guten Freunden und viele Aktivitäten bei euch zu Hause sind angesagt. Allerdings besteht die Gefahr, dass ihr euch zu viel vornehmt oder dass ihr hohe Erwartungen an andere stellt oder dass ihr zu perfektionistisch an eure Vorhaben herangeht. Und damit setzt ihr euch und andere dann wieder unter Druck. Und weil der Merkur rückläufig ist, kann es Missverständnisse und Planänderungen geben. Nehmt euch vor, es locker anzugehen und ein bisschen flexibel zu bleiben. So könnt ihr die Konstellationen am besten genießen und vermeidet Enttäuschungen. Das gilt vor allem für die zweite Dekade. Die Venus steht noch bis zum 7. August in einem schönen Kreativaspekt. Und für die Geborenen der dritten Dekade und das ist auch günstig für erotische Momente. Am 6. dann wie gesagt der Wechsel von Lilith ins Zeichen Wassermann und sie bildet dann für die kommenden 9 Monate einen herausfordernden Aspekt zur Stiersonne. Sie geht in euer Karrierehaus und trifft sich im August und auch nochmal im September mit dem Mars. Das kann zum Beispiel eine leidenschaftliche Affäre mit einem Kollegen oder Vorgesetzten anzeigen, die euer Leben aufwirbelt. Bitte schaut euch dazu unbedingt mein neues Video-Special an. Kreativ, wild und frei über Lilith im Wassermann. Da erfahrt ihr alles über die Bedeutung dieses wichtigen Transits, wann die Lilith durch welche Dekade geht und wie sich das für euer Sternzeichen auswirkt. Am 7. August wechselt auch die Venus das Zeichen. Sie geht dann in die Waage und aktiviert für den Rest des Monats euer 6. Sonnenhaus. Und da geht es um euren beruflichen Alltag und eure Gesundheit.
Und gerade in den Tagen bis zum 11. August kann es durchaus sein, dass euch beruflicher Stress auch gesundheitlich zu schaffen macht. Aber danach dürft ihr euch auf eine produktive Phase freuen, in der ihr neue Impulse in eurem Leben gut integrieren könnt. Am 11. August ist nämlich der Neumond im Zeichen Löwe und das bei euch im vierten Haus der Familie. Das ist eine gute Zeit, um über das Zusammenleben in der Familie nachzudenken. Wenn ihr viel Stress habt und gerne mehr Freiraum für eure persönlichen Herzensprojekte hättet, solltet ihr mal überlegen, wie die Familie euch entlasten und unterstützen kann. Euer Partner wird euch dabei zur Seite stehen. Aber wartet mit konkreten Plänen noch ab, bis der Merkur wieder direktläufig wird am 19. dann. Mit dem Neumond am 11. ändert sich die Energie und der Stress lässt langsam nach. Am 13. August geht der Mars dann zurück ins Zeichen Steinbock und bildet für den Rest des Monats einen konstruktiven Aspekt zur Stiersonne. Und am 19. wird dann auch der Merkur wieder direktläufig und ihr könnt Pläne mit eurer Familie machen. Am 23. August morgens um 6.08 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Jungfrau. Sie aktiviert dann für 4 Wochen den Bereich der Lebensfreude und Kreativität in eurem Horoskop und verbindet sich bis Ende des Monats hier ganz wunderbar mit Saturn und Uranus. Das ist ideal, um produktiv zu sein und etwas zu erreichen. Alle, die Anfang des Monats noch gestöhnt haben über den vielen Stress, dürften sich jetzt inspiriert und angeregt fühlen, nun etwas von ihren Plänen umzusetzen und kommen mit ihren Herzensprojekten in einen schönen Fluss und ins Manifestieren. Zum Vollmond am 26. August in den Zeichen Jungfrau und Fische zeigen sich wahrscheinlich schon erste Ergebnisse, denn er steht sehr günstig zur Stiersonne. Ein Wermutstropfen ist, dass die Venus gleichzeitig einen stressigen Aspekt zum Pluto bildet, hier aus der Waage raus. Und das kann bedeuten, dass finanzielle Schwierigkeiten euer Glück trüben, zum Beispiel weil ihr zu viel Geld im Urlaub oder für eine Weiterbildung ausgegeben habt. Streitet euch deswegen nicht. Es sieht so aus, als ließe sich das Problem Anfang September einvernehmlich lösen. Am 27. August wird der Mars endlich wieder direktläufig und das in einem günstigen Aspekt zur Stiersonne. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass ihr wieder mehr Schwung bekommt und dass ihr die ersehnte Unterstützung finden werdet, um euch euren persönlichen Vorhaben widmen zu können. Das waren eure Konstellationen im August. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichen-Horoskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist diesmal am Samstag, den 1. September 2018, um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen, zum Beispiel zu dem Transit von Lilith durch den Wassermann. Und jetzt komme ich zur Verlosung und weil die Lilith in den Wassermann geht, gibt es eine Lilith-Beratung zu gewinnen. Da können wir uns in Ruhe anschauen, wie sich der Transit von Lilith durch den Wassermann in eurem persönlichen Horoskop zeigen wird. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Natürlich das neue über Lilith im Wassermann, aber auch über Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.